Warte mal, ich guck noch mal ganz kurz in das Buch. Ja, weil auf dem Bild hüpft er auf drei Inseln umher und Snake Island ist die mit den drei Inseln. Castaway Island ist halt, ne, die drinsteht, ist halt die, die davor ist. Ja, das sieht aus wie Es kann nur Castaway Snake Island Isle. sein. Weil Hinter Sheep der Island. Spitze fiel der Preis herunter. Ja, die Spitze wird quasi, ja, genau. Ja, also. Müssen Warte mal, wir ich. einfach nur geradeaus fahren, ne? Moment, Gut. ich guck mal, also auch mal auf die Karte hier. Ja, es kann nur Snake Island sein. I'm ziemlich sicher about that. Are you sure, ja? Ja. Hm? Ich brauche mal Peilung. Ich glaube, es ist links von uns. Ah, ich glaube, es ist links. Das sieht aus wie Snake Island. Ah, verkackt. Bist du überhaupt Naja. an Bord? Ja. Sonst hätte ich schon geschrien. Aber ich werde mir mal wieder die Pistole nehmen, weil Scharfschützengewehr ist halt. Schwierig, sagst du, ja. Ah ja, auf Entfernung ja, aber Pistole finde ich persönlich von allen am besten. Das ist eine gesunde Mischung aus Fern und. Ui. Ach so, ach deswegen sind wir. Wir haben irgendeine eine Flagge. Ja, die du Wir bekommst. drehen aber gerade ab, ne? Ich weiß, ich muss aber um den Felsen rum. Aber die Richtung wäre schon richtig dahinter, ne? Lol, hier ist gar kein Felsen eingezeichnet. Mysteriös. Das ist ja mysteriös. Ah, das ist auch mein Ohr. Ach. So, dann müssen wir jetzt mal nach der Dings Ausschau halten. Da. Ja, aber welche Seite von der Insel eigentlich? Groß, klein, klein. Warte Nee. mal. Muss man mal ganz kurz gucken, wie die aussieht. Gucken einfach mal, ob wir jetzt ein Wildschwein finden mit unserem Kompass. Nein, es gibt kein Wildschwein. Gibt es wohl? Es Ist das gibt in den die. Seiten? Pass Das auf. ist in den Seiten. Also, Hör zu, wie es steht gibt die denn. geduldige Schildkröte, den großen Krieger, die singende Schlange, die unendliche Flamme, der singende, der eiserne Skarabäus, der einäugige Hai, die Seekönigin, großer Kraken, stolzer Adler, goldene Feder, kokettierende Krabbe, der Glimmerfisch. Ach, das ist der alte Eber. So, Terpechboot, da müsste Obsidianpfeil. man schon wieder, weil da müsste schon wieder reinlangen. Gibt kein Wildschwein. Weißt du was, halt auch einfach das Klar. Maul. So, Und wie jetzt sieht sieh denn die. zu. Also, das ist quasi Mensch mit unten den Beinen. Ich würde vorschlagen, dass es hier gleich kommt. Ah, ne, der Pfeil, lol. Ja, welche von den beiden Inselgruppen ist es? Links oder rechts? Das ist es nicht. Moment. Das ist es auch nicht. Das ist ein Quadrat. Das ist der Kraken. Scarabeus? Ist das? Nein. Auch nicht. Uah. Ah, wenn man ein bisschen länger drauf hält, dann zeigt er ihn das ja so ja an. Ja. Das Ich müsste der Kraken schippe sein, warte. mal einfach mal so eine von den Inseln. Eine von denen muss er dir sein. Was bist du? Ich Du bist der würde Hai. einfach. Ich würde mal einfach. Einfach nach links fahren. Alte YouTube-Regel von mir, nämlich da mal, ne, im Zweifel immer links. Warte mal, wie er versucht. Ich soll dich fragen, ob du Kevin gefunden hast. Ach so, bisher noch nicht, nee, leider nicht. Und Ice Bailey, hallo, moin. Das ist der Skarabäus. Ah, Eisbälle, das merke ich mir.
Ach man. Was ist das? Das ist der Fisch. Warte mal, ich glaube, ich habe die Meerjungfrau, oder? Ja. Nee, das ist der Krieger. Moment, das ist der Krieger. Was ist das? Das ist der Krebs. Krebs? Das müsste der Fisch sein. Was bist du? Was, wer bist du denn? Achso. Ah, ich hab den Eber gefunden! Ja, wo ist er denn? Warte, der ist... Ja, links oder rechts? Links. Und zwar auf... Kann ich dir gleich sagen, auf Nordosten. Ja. Die Insel muss ich wissen. Und, falsches Horn hier. Und da ist... Da, wo ich jetzt gerade in die Richtung gucke. Siehst du das? Du bist von Bord, oder? Naja, ich bin auf der Insel. Wir müssen auf eine Insel. Wer steht doch drin? Leider hat mir die leider hat mir das jetzt nicht wirklich geholfen. So. Ja, ist der hier, ne? Wo rechts ist der Eber, oder was? Also, der Eber? Eber und die Meerjungfrau. Das heißt, wenn da der Eber ist, dann müsste die Meerjungfrau irgendwo hier drüben sein. Naja, aber der Pfeil ist ja beim Wildschwein runtergekommen, verstehst du? Hm. Das heißt, ich suche eigentlich in Richtung des Wildschweins und nicht in Richtung der Meerjungfrau. Nein, Jess, ich habe ihn nicht verhungern lassen, weil wenn ich ihn verhungern lassen würde, ja, also erstmal, bei mir verhungert grundsätzlich keiner, ne? Und dann hätte ich ja wissen müssen, dass ich ihn überhaupt habe, um ihn verhungern lassen zu können. So, das Wildschwein ist... Ah ja, stehst du immer noch im Bock. Das Wildschwein ist hier... Ja, hilft mir am Schiff irgendwie nicht. Ich müsste es von der Insel aus wissen. Guck mal, Moment, wo bist du? Komm doch einfach auf der Insel. Ja, guck mal. Komm mal hier nach vorne. Und wenn du jetzt direkt geradeaus in das Sternbild guckst, da ist der Eber. Ja, das heißt, dass wir hier suchen müssen, oder was? Oder nicht? Scheint ja. Hä, drehen wir uns die ganze Zeit? Wir drehen uns. Warum drehen wir uns? Wäre dir nicht aufgefallen, wenn du hier bei mir wärst. An der Spitze fiel der Stein herunter. Ja, was heißt denn das jetzt? Wie ich hier buddeln muss? Aber wo? Vielleicht auch eher tauchen. Dann tauch mal. Tauchen? Das kann vielleicht auch sein. Aber ist doch... Aber... Vor der Insel. Ja, stimmt. Sie liegt ja im Wasser, ne? Also eigentlich genau da, wo du... Spring doch mal rein jetzt da! Nein. Warum nicht? Weil ich das Sternbild verloren habe, du Penner. Alter, du stehst direkt da drunter. Was? Spring doch mal bitte ins Wasser. Tu mir doch mal den Gefallen. Ja. Wir sind doch vor den drei Inseln. Was willst du? Wir gucken genau in der Richtung. Da ist da irgendwas? I don't see anything. Das muss doch hier sein. Guck mal. Weil. 1, 2, 3. Also, es ist auf jeden Fall nicht die lange Insel. Das sind die kleinen. So, und bei einer Richtung Wildschwein, in der ich ja scheinbar gerade stehe, weil die andere ist ja. Ne? Also irgendwo vor dieser Insel. Na gut, aber das. Schwimmen wir einmal rum, oder was? Habt ihr auch die Frau auf der anderen Insel gesehen? Was für eine Frau? Was für eine Frau auf der anderen Insel? Glaub nicht. Hm. Ich denke schon, dass wir richtig sind. Also, wir werden gerade angegriffen, das weißt du schon, ja? Nee, nicht wirklich. Boah, es ist naheliegend, ja. Irgendwie schießen die ja von der Insel gerade auf uns. Hä? Von welcher Insel? Ja, von der Insel.
Ehrlich? Ja. Na, dann fahr weg. Ich kann gerade nicht. Warum nicht? Moment. Ich muss erstmal Anker lichten. Reparieren. Ja, vielleicht kommst du mal an Bord. Kann ich nicht, ich bin zu weit weg. Aber reparier doch erst, bevor der Ankerlicht. Also, naja, obwohl wir ja Ankerlichten schon und dann. Nee, das sind Skelette da oben auf dem. Natürlich sind Skelette. Aber die haben voll? Alter, wo haben die denn getroffen? Ach, da haben die getroffen. Ja, muss ja nur ein Stück geradeaus fahren dann. Dann bist du ja außer Sichtweite. Oh, die sind auch Skelette. Aber das heißt, wir sind ja schon nah dran. Holz. Was ist das denn? Aha, was macht die? Was macht das? Mhm. Guck mal, jetzt schießen wir nicht mehr. Mhm. Kannst du einen Anker lichten. So. Durchkennen wir mal die Wüste hier. Mach mal, ich werde derweil mal das Boot leer machen hier. Oder ist es der Höhleneingang vielleicht sogar? Nee, da ist er nur runtergefallen, ne? Ja. Aber deswegen dachte ich ja halt, dass er im Wasser unterwegs sein müsste. Ja, ja. Aber scheinbar vor der Insel. Die Richtung Wildeber. Und genau bei der Insel sind wir ja. Ist das so, ja? Mhm. Ja, klar, der war ja in deine Richtung. Also das heißt, es kann ja nur die Insel sein. Weil die andere, auf der anderen Seite, wenn wir da hingucken, müsste dann ja die Meerjungfrau sein. Und das ist die falsche kleine Insel von beiden. Hm. Aber wo... Also es müsste ja blinken, oder? Das müsste man doch irgendwie erkennen. Theoretisch ja. Ja, ja, guck mal in das Buch rein. Ja, ja, klar. Ja. Ich meine, wie willst du das sonst ausfindig machen, wenn das nicht irgendwie was, weißt du? Die über der mittleren. Was? Also ich bin ziemlich sicher, dass es schon die richtige, aber wo im... Also ist schon im Wasser, ne? Dann werden wir schon wieder beschossen? Nee. Ach, das Gewitter. Ja. Das Gewitter, ja. Deswegen ist es regnet. Hm? Anker liegt, ja. Ja, ja, Anker liegt. Ich bin gerade noch damit beschäftigt, hier das Wasser rauszu... Ja, es wird immer feucht sein, weil es gewittert. Ja, feucht, aber nicht, dass das hier knietief steht. Ach so. Sag mal, hat das doch irgendwo mal ein Ende hier? Hab ich hier noch irgendwo ein Leck, was ich nicht sehe? Es regnet halt, es wird immer nass sein. Ja, aber doch nicht, das kann doch nicht sein, dass ich in einmal hier rausnehme und zwei einmal wieder rinkomme. Ich mache jetzt nur nochmal den Gegencheck, dass auf der anderen Seite müsste dann ja die Meerjungfrau sein, wa? Theoretischerweise schon. Ich gefunden habe ich jetzt irgendwie noch nichts. Hinter der Spitze fiel der Preis herunter. Hinter der Spitze? Ja, was heißt denn hinter der Spitze? Warte mal. Nicht hinter der Pfeilspitze da, oder? Moment. Nee. Das wäre ja dann Verarschung. Aber ich gucke mir nochmal die Sternbilder an. Hinter der Spitze. Au. Oh, ich hab grad. Aua. Alter. Hier ist ein Obsidianfall, Spitze wie ein Heißhahn. Ja, aber. Hinter der Spitze fiel der Preis hinunter. Aber warum ist da ein Wildschwein eingezeichnet? Hinter der Spitze fiel der Fall hinunter. Eins, zwei, dritte Insel. So, zwischen... Also eine Insel müsste Meerjungfrau sein und eine das Wildschwein. Ja, aber was mich halt irritiert... Ist das da sagt, hinter der Spitze? Ja, hinter was für einer Spitze? Da ist eine Spitze. Aber die wird, aber der Pfeil wird doch nicht gemeint sein, oder?
Hast du mich gerade erschossen? Nein, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin instant gestorben, aber ich gehe mal kurz aufs Klo. Warum bist du gestorben? Ja, weiß ich nicht. Guck mal. Ich muss mal aufs Klo. Das ist mal wieder richtig typisch, weißt du? Verreckt und lässt mich hier alleine. So, dann wollen wir noch ein bisschen Wasser schöpfen hier. Das ist die Hoffnung, die ich schöpfe. Und ich werf sie direkt über Bord. Ding, 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 ding. Ja, wir hören dich doch, Glocke, Mensch. Mein Gott, Waltraut. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz hier gucken. Wo ist denn hier also? Das ist die Schildkröte. Hoch? RCVH, Hallöchen! RCVH 0921, Hallihallöchen. Jetzt habe ich mich gerade kurz erschrocken. Alter Schwede. Und rausgefunden, warum ich gestorben bin? Nö. Ich guck gerade hier nochmal, wo der Wildschwein war. Hab ich den Hai gebissen? Ich weiß es nicht. Wenn du im Wasser warst, dann kann das durchaus sein. Was ist das da? RC of English. Hinter der Spitze. Das macht mich halt, weißt du? Ja. Das macht mich halt so kirre. Aber die Spitze ist doch von der Mitte von diesem langen. Die Spitze. Hä, was ist da die Spitze? Ich finde dieses dämliche Wildschwein nicht mehr so wirklich dämlich. Also ja, ich bin dämlich, aber. Was? Kompass geht gerade auch nicht, war ja Gewitter, super. Ja. Hinter der Spitze. Es ist zwischen den Castaway. Nee. Was ist das da genau? Ich gehe noch mal kurz an Land. Nicht, dass wir die. Also entweder ist sie im Wasser. Ich muss im Wasser sein. Ich habe bloß ein Problem. Ich kann gerade die Sternbilder nicht deuten, weil durch das Gewitter sind die kaum zu sehen. Ja. Ah, Schiss Crossfire. Das hat man fein. Und irgendein anderer könnte jetzt einfach mal googeln und mir verraten, ob ich wenigstens richtig bin. Oder gänzlich falsch. Also der Tipp würde mir schon sehr helfen. Ich muss ja nicht genau wissen, wo ich will. Nur wissen, bin ich komplett falsch. Weil wenn es gar nicht die Snakes innen sind, dann suchen wir uns jetzt hier einen Wolf. Moment, ich google gleich mal. Nee, aber da weißt du es ja ganz genau. Ja, ab und zu spiele ich auch mal Minecraft tatsächlich. Aber eher selten im Stream. Hat bisher noch nie jemanden interessiert, wenn ich da gespielt habe. Ja, er soll jetzt nicht so eine Frage stellen, er soll mal die sagen, ob ich jetzt hier richtig bin. Ey, halt's Maul, lass meine Zuschauer Fragen stellen, diese Fragen. Ja, wollen. Die sollen ja auch was tun für ihr Geld. Was für ein Geld? Ja. Das sind ja nicht so eine Huren wie bei dir. Ja, ich glaube, bei mir wird gerade kräftig gegoogelt. Doch, ja. Stimmt. Aber wie heißt denn diese Mission nochmal? Der Diebesstern heißt die Quest übrigens. Diebesstern. Nee, das glaube ich nicht. Versprechen der Seekönigin. Nein, die Quest heißt der Diebesstern. Glaub mir das doch. RC schreibt gerade, der Typ ist komisch. Das ist vollkommen richtig. Der ist absolut merkwürdig. Aber das ist der Grund, warum er hier ist. Komisch im Sinne von lustig? Ich glaube, das war damit nicht gemeint. Ey. Ich wurde übrigens vom Hai gefressen, weil ich hab ihn gerade wieder gesehen. Ach, cool. Sprecht der Seekönig. Ich sehe aber auch nichts leuchten oder so, ne? Du Mistviech, du. Komm mal her. Ja, kickst du, wa? Du der Hai. Komm mal hier.
Lecker Haifleisch, yam yam. Und gefunden? Überhaupt nichts. Hast du mal mit dem Liebesstern versucht? Der Liebesstern? Warum der Liebesstern? Weil die Quest so hieß, als wir sie angenommen haben. Okay. Mhm. Kannst auch gerne nochmal auf ein Schiff gucken, auf den Tisch, da hinter dir, und da wird ganz groß stehen, der Diebesstern. Mhm. Hat der komische Typ so gedacht. Warte mal, Pro7 Games, das ist auch geil. Mhm. Was, Pro7 Games hat die Antwort? Ja, Moment, ihr habt in den Tagebuchseiten so Schleierbahn, verwunschene Schurke, Diebesstern, achso. Diebesstern, ja. Startet nördlich am Nordstarsee-Posten. Was handelt von der Fernrohr? Mittlerweile, also Fernrohr haben wir gefunden. Wir haben ganz kennen. Reicht. Ja, ja. Wir müssen hier irgendein Juwel finden. Aber wo? Warte. Jetzt. Schwimm nochmal hier runter. Vielleicht gibt's ja hier. Je nachdem, welche Notizen hier stehen, verschiedene Inseln zur Auswahl, auf denen ihr bei Juwelen genau seid, müsst ihr zwei Islanden einen Besuch abstatten und dort mit Hinweisen im Buch nachgehen. Und dann kann es sein, dass ihr gefundene Fernlass einsetzen müsst, auf Tauchstationen geht oder einfach an bestimmten Stellen buddeln. Der Mann. Stand da gerade zwischen zwei Inseln? Ja, Moment. Versprechen der Seekönigin. Isle of Last Words. Im Westen der Insel unter Wasser. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, oder mal. Nee, es ist nicht Isle of Last Words. Das steht hier. Da stand aber auch je nach verschiedene Inseln. Isle of Last Words hat ja gar nichts mit dem. Also. Hä? Nee. Da sind wir ja komplett falsch. Ja, aber die Insel sieht doch nicht mal andersweise so aus. Es wird nicht die sein. Pass auf, hier steht. Unter anderem kann es sein, dass ihr das verwunschte Fernglas einsetzen müsst, oder auf Tauschstation und so weiter. So, dann gibt's hier Landung des großen Adlers, der Mann, der seinen Schatz verlor, eine Jagd, ein Auge verloren, die Geduldige, Schlacht am Himmel, das Versprechen der Seekönigin, sie waren Seefahrer und der Betrug der Schlange. Mhm. Aber das ist nicht Isle of Last Words, das passt gar nicht. Ebertotem, Devil's Ridge, Südostseite der Insel bei der Eberzeichnung. Devil's Ridge. Na, warte nun. Du bist ja ganz. Also, Castaway Isle steht hier ganz fett. Und dann steht hinter der Spitze viel der Preis herunter. Und Castaway Isle? Ach, ich kann nicht an den Tisch, weil du da festhängst. Mhm. Achso. Aber Castaway Isle. Ich verstehe das Rätsel nicht mal. Castaway Isle waren wir ja, aber das ist ja nur eine kleine Insel. Ist es vielleicht zwischen Castaway Isle und Snake Island? Zwischen Castaway? Aber warum springt der denn da auf dem Buch? Der Typi da, immer zwischen den Inseln hin und her. Ich weiß es nicht. Aber das weißt du, weil diese andere hier, diese Isle of Last Words, die ist ja ganz am anderen Ende. Fast. Ja, die hat, da sind auch keine drei Inseln. Mhm. 1, 2, 3. Ich verstehe die tatsächlich irgendwie nicht. Ich verstehe auch die Lösung irgendwie nicht. Assi, viel Spaß. Dann geh doch mal vom Tisch weg. Mein Gott, jetzt nerv nicht, Alter. Ich nerv nicht, ich will diese scheiß Quest finden. Das sieht so, wie also hinter der Spitze fiel der Preis herunter. Ja, also sieht wie, genau, hinter der Spitze von Castaway Island fiel der Preis herunter. Aber müssen wir vielleicht nach einer Dings Ausschau halten? Wir fahren jetzt nochmal nach Castaway Island, weil... Ja, warte mal. Wird der namentlich genannt. Warte mal. Ich gucke mal da nochmal. Ja, warte doch mal! Ja, auf was denn? Muss mal gucken, wo jetzt der Eber ist. Der ist hinter mir. Eber Nordost. Ja. Aber hat vielleicht Castaway Isle eine Spitze? Hinter der Spitze fiel ja der runter. Vielleicht. Aber da ist der Eber.
Ich wende es mal kann auch sein, es kann auch sein, dass wir nach einer Höhle suchen, weißt du? Vielleicht. Also ich. Ich gucke mal, ob zwischen vielleicht den Inseln, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Boah, ich fühle mich manchmal dann so unglaublich dämlich, ne? Wie, du bist unglaublich dämlich. Auch. Ja. Also mich irritiert ja diese Spitze und das Wildschwein, ne? Also diese beiden. Aber mit der Spitze ist nicht das Sternzeichen gemeint. Oder was? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hinter Na gut, wir fahren jetzt mal Richtung. Herunter. Gucken wir mal, ob da eine Spitze ist. Vielleicht ist da eine Spitze und wir müssen hinter der Spitze ins Wasser springen. Weißt du? Ich muss übrigens weiter nach Nordwesten. Achso? Oh, Schiff raus. Ich guck mal ganz kurz. Es ist ein Piratenschiff. Au. Mein Gott, was tust du? Alles gut, Assi, der ist immer so. War die ganze Zeit ein Schiff neben uns? Wie? Ich hab's jedenfalls nicht gesehen. Na, aber ich seh's doch hinter uns. Sind die vielleicht an der richtigen? Suchen die das auch gerade? Ich hab keine Ahnung. Ja, die stehen auch gerade genau da. Also nicht da, wo wir, sondern an der anderen Insel, weißt du? Die leuchten aber ziemlich stark. Das sind sogar zwei Schiffe. Krass. Okay. Was also mir hat leider noch keiner die Lösung reingeschrieben. Nee. Was meinst du denn mit blind? Warum ist er blind? Bist du blind? Ja, aber das hab ich übersehen. Ich bin an der Insel vorbeigefahren. Falls er das meinte. Weiß ich nicht. Huch! Oh oh! War es das, was ich dachte, was es war? Nein! Haben wir wieder ein Megalodon? Da ist absolut nichts aus dem Wasser gibt. Ich weiß aber, was für Insel. Der ist mir jetzt wurscht. Okay, schade. Cool. Dann sollten wir uns jetzt eventuell schnell bewegen. Beweg mich doch schnell. Was meint er denn? Meint er damit, dass ich an die Insel vorbeigefahren bin, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir schon mal dabei sind, kann ich ja gleich mal. Oh! Hier steht schon wieder unter Wasser, yo, weil. Der ist rot, der ist schick. Der Geilodon oder was? Nüt, 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 nüt. Oh ja. Ich glaube, das ist so ganz Pech. Oh oh. Was? Was oh oh? Geh nicht zum Bug. Also zum Heck hinten. Meinst du das Special? Meinst du den Leuten noch machen oder what? Also rot ist schon. Meinst du? Oh, schade. Also Assi ist der Meinung, wir sollen den unbedingt machen. Das wäre schon geilo. Ja, na ja dann. Megalodon. wo ist er denn? Ich sehe nicht mehr. Hallo? Ach, da hinten ist er. Well, hello! Ja, der vorhin war blau, ne? Ja, ja. Er hinten leuchtet. Guck mal, siehst du da hinten das Schiff leuchten? Piratenschiff oder was? Ich weiß nicht, was es ist. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ja. Ist ein Piratenschiff. Ist ein Piratenschiff? Aber eins von Spielern oder was? Nein.